Was geht ab, Mann? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und gönnt euch mal meine neue Katze, die ich mir geholt habe. Ja, sehr nice. Süße Katze, oder? Und damit starten wir mal direkt rein in das Video. Und wie wir auch reinstarten. Dieser kleine Junge wird sich gleich förmlich in die Hose machen. Seine Familie kam auf die Idee, ihn zu verarschen, dass er plötzlich unsichtbar ist. Bis jetzt ist er noch optimistisch, weil natürlich können die ihn ja nicht einfach wegzaubern. Aber das wird sich bald schon ändern. Oha, er zeigt Mittelfinger. Na, warte ab. Oh mein Gott, wieder. Ja, auf einmal nicht mehr so cool drauf, ne? Denk das nächste Mal besser zweimal nach, bevor du jemanden den Stinkefinger zeigst. Lil Bro wurde von so zu so. Mein Lehrer hasst mich nur, weil ich Ausländer bin. Auch er. Stuart, ich sag sagen, ga er zelf ook even achteraan, want dit accepteer ik niet. Ja, maar dit is ja, dat is joh. Ja. En de groeten. Ja, ja, ja. Nee. Allemaal nee, 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 nee. Ja? Dit is gewoon overdreven. Nee. Ich schwöre, Papa, ich habe keine Ahnung, wieso ich Schulverweis bekommen habe. Das ist wirklich respektlos. Was muss man für Eier haben, um sich das bei seinem Lehrer zu trauen? Ich hätte Angst, dass er mich danach einfach für immer durchfallen und nie auf die Toilette gehen lässt. Aber der war saftig, muss ich zugeben. Mein Onkel ist seit paar Tagen auf TikTok und ja, ich bereue es, dass ich es ihm gezeigt habe. Und seit gestern hat er die Filterfunktion entdeckt. Ja, lasst uns doch einfach mal reinschauen, was er so für coole TikToks macht. Oh nein, er hat wirklich gedacht, dass die Flasche schwebt. Er hat sich einfach selber hochgenommen. Junge, der hat einfach IQ wie ein Stück Brot. GG's. Wie er am Ende einfach ruhig stehen bleibt, als wäre nichts passiert. Ich muss meinem Onkel sofort TikTok verbieten. Wer weiß, was er als nächstes macht. Okay, wer bei dem nächsten Clip lacht, ist gottlos. Ladies and gentlemen, welcome to How many cats can hold me? One cat. Als erstes, liebes YouTube-Team, das war natürlich nicht echt. Das ist nur ein Plüschtier, sieht man ja auch deutlich. Puh, nochmal Glück gehabt. Ich habe den ersten Strike schon vor meinen Augen gesehen. Auch wenn ich wusste, dass es fake ist, irgendwie war das trotzdem unglaublich gottlos und hat auch komische Gefühle in mir ausgelöst beim Angucken. Buddy was scared for his life. Sie hat ihn einfach gejumpt. Bro, das muss versuchter Mord sein oder irgendwie sowas. Was hat die mit dem Armen angestellt? Die erste ist halt so, wie es sein soll. Schön mit Gelassenheit und Technik in den Huckepack gesprungen. Und wieso rennt die andere wie ein Tier los und tackelt ihn? In diesem Gesichtsausdruck lese ich starke Schmerzen heraus. Sowas muss zur Anzeige gebracht werden. Ab in den Baum mit ihr. Der Bre hier war scared for his life. Und wisst ihr, wer auch scared for his life ist? Nein? Dann wartet mal ab, bis ihr die Mutter aus dem nächsten Clip seht. Nehmt doch die Pille. Lara, wo ist das fucking Problem? Das fucking Problem ist, dass ihr Geschwister seid. Yo, yo, yo. Wow, 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 wow. What the fuck? Einfach normalste Familie aus dem Saarland. Ich habe wirklich mit allem gerechnet, aber nicht damit. Was war das denn für ein Ende? Holy shit. Das war, ja, bisschen abgef***t. Und wisst ihr, was genauso abgef***t ist wie das gerade? Diese Toilette. Was zum F*** ist das denn? Ey, welche Leute haben so viel Langeweile, dass sie auf solche Ideen kommen und es dann noch umsetzen? Hä? Und dass sie auch noch spült, wenn man Gas gibt, killt mich endgültig. Das ist so random, aber irgendwie auch geil. Ich wünschte, ich hätte so eine Toilette bei mir zu Hause. Stellt euch vor, ihr habt so ein Date mit einem Mädchen, auch wenn das wahrscheinlich einmal im Jahr bei euch vorkommt. Ich mach nur Spaß. Ich wette, ihr seid alle fresh as F***.
Naja, und euer Date ist so bei euch zu Hause das erste Mal. Ihr wollt so eure coole neue Wohnung zeigen. Ihr wollt guten Eindruck hinterlassen. Sie fragt so, hey, wo ist eigentlich die Toilette? Und ihr sagt so, yo, am Ende des Gangs, die erste Tür rechts. Sie öffnet die Tür und sieht dann dieses Klo. Ich glaube halt echt, dass sie die Polizei danach ruft, weil sie denkt, dass ihr sowas wie der neue Jeffrey Dahmer seid. So ein völlig gestörter Typ. Rose got the cannon. Oha, Volltreffer. Der Bre hat kurz vorher Aimbot in Real Life installiert für diesen Wurf. Ich muss das nochmal sehen, das war zu gut. Er wurde eiskalt gesniped. Und wie rennt eigentlich der linke Typ da? Was zum Teufel? Solche Spiele mit Homies zu machen, ist wirklich eins der besten Dinge, die man tun kann gegen Langeweile. Und falls ihr mal keine Packung Eier da haben solltet, dann habe ich noch eine nice Idee für euch und die Jungs. Und zwar, alles was ihr dafür braucht, ist ein Rucksack und eine Musikbox. Dann geht ihr damit einfach in eine Bibliothek und legt den Rucksack zu irgendeinem random Typen und fragt ihn, ob er kurz darauf aufpassen kann. Weil natürlich wird er ja sagen. Wieso sollte da auch jemand nein sagen? Jeder will immer auf freundlich und gute Tat hier, gute Tat da machen und deswegen wird er natürlich auf den Rucksack aufpassen. 5 minutes later. Bruder, der Arme. Sogar die Security kommt. Der Arme wird gleich einfach rausgeschmissen, obwohl er gar nichts gemacht hat. Das war das letzte Mal, dass er eine gute Tat vollbracht hat. Genau wegen sowas haben Menschen heutzutage Vertrauensprobleme. Na, der Sch*** ist ehrenlos, Mann. Wieso müssen die auch immer die Leute picken, wo man im Vorhinein weiß, dass sie komplett überfordert sein werden mit der Situation? Guten Morgen, Chef. Heute nicht arbeiten. Guten Morgen, Chef. Chef, du bist beste Chef. Aber heute kann nicht Arbeit kommen. Weil da ist diese Weiße von oben, das ist jetzt hier auf Boden. Da kannst du nicht sehen fahren. Deswegen heute besser nicht. Wäre ich der Chef und würde so ein Video am Morgen bekommen, dann würde ich den Bre wirklich mal gönnen. Weil ich habe auch keinen Bock rauszugehen, wenn es davor so aussieht. Ich habe gehört, das soll sehr gut funktionieren. Schickt einfach eurem Chef am Morgen so ein Video und geht dann wieder zurück ins Bett. Chef, du bist beste Chef. Aber heute kann nicht Arbeit kommen. Er wird das schon verstehen und euch den Tag freigeben. Vertraut mir. Erfolgschance 100%. Und falls ihr noch in die Schule oder eher in den Kindergarten geht bei euch, ne, dann schickt das einfach eurem Lehrer per E-Mail oder eurer Erzieherin im Kindergarten per Brief. Wird klappen. Yo, she was just looking at you, bro. Bro. Okay, also dieser Typ findet das Mädchen, was dort vorne an der Kasse arbeitet, ziemlich nice. Und natürlich, so korrekt wie die Homies sind, zwingen sie ihn auch direkt, sie einfach anzusprechen, so wie es sich gehört. Einfach ansprechen, einfach trauen. Und ja, der Bre sieht ganz fresh aus, also sollte er das doch auch easy hinkriegen, sie anzusprechen. Einfach nach der Nummer zu fragen oder irgendwas. Ob er Korb bekommt, ist ja scheißegal, Hauptsache er traut sich. Come on. Yes, bro, come on, bro. You gotta talk to her, bro. Stop being pussy, bro. Come on. Hey, yo, my man's trying to talk to you. He's a little nervous, but he seen you looking, so. Get up, man. Bruder, Lil Bro ist ein bisschen zu nervös. Was macht er da mit seinen Haaren? Get up, man. Come on, bro. Stop being pussy, bro. Get closer, bro. Hey. Are you recording? Can I? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the? Oh, hell no. Er ist einfach geglitscht am Ende. Irgendjemand hat einfach sein Internetkabel gezogen. Oh Mann, ey, der hat echt hardcore reingeschissen. Das war wirklich... Holy shit, das war echt scheiße. Naja, Freunde, und das war's auch mal wieder mit dem Video. Wenn ihr wollt, dass sowas mit eurer Schule morgen passiert, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.